Marc Bellinghaus hier, liebe Leute. Wir sind heute auf der Webseite des Deutschen Bühnenvereins. Und wenn ihr oben hinklickt, da sind verschiedene Optionen. Da ist ganz rechts Presse. Dann klickt ihr an der Presse und dann kommt ihr zum kulturpolitische Papiere und Statements. Und da findet ihr kulturpolitische Papiere und Statements. Das ist ganz wichtig. Das wurde vor Jahren, also vor 3 Jahren besser gesagt, vom Deutschen Bühnenverband so zusammengefasst. Das ist so lang. Ich lese euch etwas vor. Ihr könnt auch gerne selbst dahin gehen. Hamburg, 28.10.21, Präsidium, Vorstand und die Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins. Und da gehört Katharina Kostolmein und auch Herr Behlitz natürlich und auch der Herr Burg aus Koblenz gehören dazu. So, es ist sehr interessant, weil Frau Katharina Kostolmein, die noch in Power befindliche Generalintendantin von Münster, hat diesen Ehrenkodex, das nennt sich wertebasierter Verhaltenskodex des Deutschen Bühnenvereins. Wertebasierten Verhaltenskodex, muss man sich erstmal im Mund zergehen lassen, diesen Begriff. Also, Theater und Orchester und Festivals geben ästhetische, künstlerische und inhaltliche Impulse in eine sich stets wandelnde Gesellschaft. Sie eröffnen damit Räume der verfassungsrechtlich geschützten künstlerischen Freiheit. Wir Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins, die künstlerischen und betrieblichen LeiterInnen sowie ihre GesellschafterInnen und TrägerInnen in Ländern und Kommunen vertreten vor diesem Hintergrund einen wertebasierten Verhaltenskodex, der ein freiheitliches und respektvolles Miteinander in unseren Betrieben fördern und stärken soll. Aha. Wir teilen grundsätzliche und gesellschaftliche Werte, dazu zählen der Schutz der Menschenwürde, die Wahrung persönlicher Integrität und gegenseitigen Respekts, die Anerkennung vor gesellschaftlicher Diversität sowie die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir tragen die Verantwortung, dass diese Werte in unseren öffentlichen Einrichtungen, insbesondere im Verhältnis zu unseren MitarbeiterInnen, auch gelebt werden. Okay. So, gelebt werden, genau. Als ArbeitgeberInnen stehen wir in der Pflicht, unsere Festangestellten und freiberuflichen Mitarbeiterinnen und ArbeitspartnerInnen aktiv vor jeder Form von Diskriminierung, sexuellen Übergriffen, Machtmissbrauch, Mobbing und herabwürdigendem Verhalten zu schützen. Wir dulden keine Benachteiligungen aufgrund von nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, politischer Überzeugung, Behinderung, Alter, Familienstand, sexueller Identität oder Orientierung sowie sozialer Herkunft. Kleine Bemerkung am Rande, was ist mit Abstammung? Ich habe hier genug gelitten, mein ganzes Leben darunter. Das ist nun mal nebenbei so. Aber es geht jetzt heute hier nicht um mich, sondern um die rausgeschmissenen Leute. Und insofern, um diese Werte im Alltag wirksam werden zu lassen, bekennen wir uns zu den folgenden Verhaltensregeln, deren Geltung auch unter den Mitarbeitenden in unserer Verantwortung liegt. So, jetzt kommt's. Ich verhalte mich anderen gegenüber rechtskonform und respektvoll. Das gilt auch für den künstlerischen Arbeitsprozess. Ich unterlasse jede körperliche, sprachliche oder gestische Form von Übergriff oder Diskriminierung. Ich bin mir bewusst, dass mein Verhalten bei meinem Gegenüber eine andere Wirkung erzielen kann als beabsichtigt.
Deshalb bemühe ich mich darum, eindeutig und klar zu kommunizieren. Ich verhalte mich empathisch, selbstkritisch und gesprächsbereit. Ich gehe gewissenhaft mit der mir übertragenen Verantwortung um. Ich spreche Konflikte offen an und trage aktiv dazu bei, diese fair zu lösen. Ich schreite ein, wenn ZeugInnen von situationsangemessenem Verhalten jeglicher Art werde und spreche dies direkt an. Bei der Aufklärung von Übergriffen oder diskriminierendem Verhalten unterstütze ich eine umfassende und ergebnisoffene Prüfung und höre allen Beteiligten unvoreingenommen zu. Ein positives Arbeitsklima setzt kontinuierliche und stetige Organisations- und Personalentwicklung und die Mitwirkung aller MitarbeiterInnen daran in Theatern, Orchestern oder Festivals voraus. Dabei verpflichten wir uns, unsere eigene Handlungs- und Haltungspraxis kontinuierlich zu reflektieren und uns auch selbst vorzubilden. Nur so sind Verbesserungen möglich. So, das geht dann noch ein bisschen weiter, aber ich wollte euch sagen, Frau Kostholmein, Sie haben nachweislich fast alle der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte gebrochen und dagegen verstoßen. Und das beweise ich vor jedem Gericht. Und das bedeutet, dass Sie eigentlich in Münster schon längst Ihre Koffer hätten packen sollen. Was Sie taten, das ist so unethisch, dass es wirklich schon ein Witz ist, dass hier diese Statuten stehen in einer Organisation, in der Sie Mitglied sind und auch Herr Günther Behlitz, ein MeToo-Straftäter und auch Herr Hermann Burg, den ich, wie Sie wissen, eindeutig mit meiner Telefonaufnahme überführte. Und genauso ist es auch mit Herrn Behlitz. Herr Behlitz hat bisher irgendwelche Schritte, hat er noch nicht unternommen gegen mich. Das heißt, es ist wahr. Und Sie, Frau Kostholmein, haben diesem Mann geholfen, eine Brücke geschlagen. Sie haben seine Idee, ich weiß, wie Herr Behlitz arbeitet. Er hat es seit über 2 Jahren mit mir so getrieben in München. Und insofern hat das seine Handschrift. Und Sie haben sich dafür instrumentalisieren lassen. Sie sind geoutet. Und Sie können jetzt noch so behaupten, wie auch immer. Mir wurde von der Anwältin von der Stadt Münster bzw. Theater Münster, der Frau Marisa Michels, wurde mir angeboten, das muss man sich mal vorstellen, ich könnte ein anderes Theaterstück, mein eigenes, machen. Da habe ich denen eins gepfiffen und gelacht und habe gesagt, das ist mein Theaterstück. Wenn kein anderes mein Theaterstück ist, aber Kinderhaus, ich bin hier wie ein Blöder durch die Stadt gelaufen und dann kommt diese Frau Karen Brezel und behauptet, sie hätte sich das ausgedacht. Das ist doch wirklich, es wird langsam wirklich zu einer Komödie, verpuppt sich dieser ganze Fall hier. Und Sie sollten sich wirklich schämen. Haben Sie sich mal angehört, was die Leute mir schreiben? Ich habe über 20 E-Mails bekommen. Ich habe gestern Abend einen vorgelesen. Und ich bin richtig sauer. Ich bin richtig stinkig, weil nicht nur mir ging es so mit der Kündigung hier, dieser komplett absurden, absolut von der Justiz unterstützten, von einem schändlichen Richter namens Vorsitzender Richter im Landgericht, Herr Bischof, der konnte mir noch nicht mal in die Augen gucken. Ich bin nämlich ins Landgericht gegangen mit 2 Freunden und die haben versucht, mit ihm zu reden. Das nennen Sie Justiz hier in Münster? Das ist ein absolut übler Treppenwitz. Und das wissen Sie alle. Und jetzt ist hier mal einer da, der das sagt und schon ist wieder hier. Ich bitte Sie, sich das selbst anzuschauen, ja, das ist der Deutsche Bühnenverein und ich werde fordern, wenn die Kostholmein erstmal rausgeflogen ist, dass Sie auch den Behlitz rausschmeißen und zwar nicht nur aus dem Theater. Herr Behlitz hat sowieso keinen Job mehr, seitdem ich da in Österreich angerufen habe und den Leuten gesagt habe, was der mit mir getan hat.
Und die haben sofort reagiert. Und hier in Münster wird jetzt so getan, als wäre ich der Intruder, als wäre ich hier der Oberirre, der die arme Frau Tollmein hier in die Dings nimmt. Frau Tollmein kann es ihrem Mann verdanken, Herrn Tollmein, Oliver Tollmein. Der hat überall angerufen, der hat sogar versucht, meinen Blog zu killen. Es wurde eine Petition gelöscht, wo sich 390 Menschen gegen eine Fortführung der Intendanz Kost Tollmein ausgesprochen haben. Heißt das nichts? Bedeutet Ihnen das nichts? Was ist denn hier los in dieser Demokratie? Ist Ihnen das alles scheißegal? Warum können die Schauspieler, die rausgeflogen sind und die mir hier helfen wollen, warum können die nicht mit Namen im Gericht auftreten und sagen, was ihnen stinkt und nicht passt? Ich lade hiermit alle Schauspieler, die gekündigt wurden von dieser Frau, grundlos gekündigt worden und dann hat sie ihren eigenen Mann eingestellt, das ist ja wirklich skrupellos und absolut irre, lade ich ein, am 17.04. ins Gericht zu kommen. Und dann können Sie mal Ihre Meinung sagen und auch gerne dem Richter sagen, wie das hier passiert ist. Weil ich komme mir langsam vor, als wäre ich hier... Also, ich wünsche euch alles Gute, macht weiter. Und wenn ich das schaffen sollte, dann werde ich als allererste Amtshandlung werde ich versuchen, euch zurückzuholen nach Münster. Und dann wird wirklich ein Märchen wahr.